Willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird aber eine etwas andere Art von Vlog, weil ich mir dachte, ich beantworte mal ein paar Fragen. Deswegen habe ich heute auf Insta so einen Fragebutton reingemacht, damit ihr mir Fragen stellen könnt, die ich dann jetzt so im Laufe des Vlogs beantworten werde. Wir wollten eigentlich einen Mukbang machen. Mukbang. Aber Gabriel hat wieder seit ein paar Tagen Darmprobleme und deswegen kann er nicht reinhauen. Ja. Da haben wir den Salat. Für mich gibt es hier nur Suppe und so Nudeln mit irgendwelcher Soße. Ja, wir holen das aber irgendwann mal nach, auf jeden Fall. Deswegen dachte ich mir, komm, ich beantworte dann wenigstens so ein paar Fragen hier so im Blog. Aber zuallererst machen wir erstmal Abendessen. Ich freue mich richtig, denn ich habe richtig Lust auf eine gesunde Salatbowl. Und zwar mit Quinoa und Kichererbsen. Ich habe hier auch... Die waren extra eben einkaufen, weil ich keine Kichererbsen mehr zu Hause hatte. Ich habe auch wieder voll Lust auf eine Wassermelone bekommen. Salat, Brezeln, genau, so Quinoa und Kichererbsen mit Salat. Das ist so voll meine Lieblingsbowl irgendwie. Das ist immer so meine typische Kombi. Ich habe auch mal wieder Sojamilch gekauft, weil ich heute Morgen so Lust auf Matcha hatte. Aber wir hatten keine Sojamilch mehr und ich trinke den Matcha nur mit Sojamilch, weil damit schmeckt es einfach am besten. Dann habe ich hier noch so zwei... Teesorten gesehen, ganz neu. Ich kannte das noch gar nicht. Deswegen muss ich es probieren. Ich liebe es ja so, neue Getränke zu probieren. Also falls es immer mal wieder was Neues gibt, muss ich immer was kaufen. Das hier ist von Teekanne. Ein Früchtetee mit Waldbeere und Limette. Und einmal Granatapfel und Pfirsich. Die stelle ich mal jetzt kalt. Die schmecken bestimmt kalt am besten. Das hier ist mein Abendessen. Salat mit Kichererbsen und Quinoa. Darüber kann man jetzt noch Tahini-Dressing geben. Schmeckt sehr, sehr gut, falls ihr es noch nie probiert habt. Aber ich war jetzt zu faul dafür. Ich habe Lust auf eine scharfe Soße, muss ich sagen. So, wir frühstücken jetzt und wir dachten uns, dass wir mal ein paar Fragen beantworten. Ihr habt richtig coole Fragen gestellt, vor allem so book-related und ich mag das sehr. Aber ich werde natürlich nicht alle Fragen beantworten können, sonst wird das Video eine Stunde mindestens. Es ist so ungewohnt für mich jetzt so beim Essen zu reden. Ich werde bestimmt was nicht mehr erzählen. Normalerweise schweigen wir immer beim Essen. Ja. Wir reden auch generell am Tisch auch nie mit jemandem beim Essen. Wir mögen einfach reden beim Essen nicht. Willst du was raussuchen? So, diese Frage kam sehr oft. Wir haben Gabriel und du euch kennengelernt. Diese Frage kam sehr oft. Willst du die beantworten? Nein, du musst beantworten. Oder soll ich beantworten? Ja. Okay, beantworte ich. In der Schule. So, nächste Frage. Wir waren auf einem gemeinsamen Gymnasium, auch in derselben Klasse. Und dann waren wir auch eine Zeit lang in einem ähnlichen Freundeskreis. Also wir hatten einen ähnlichen Freundeskreis, so innerhalb der Klasse. Ja. Und dann wurden wir nebeneinander gesetzt von einem Lehrer. Und dadurch ist eigentlich erst sozusagen das entstanden, dass man sich näher gekommen ist. Dass man überhaupt noch mehr miteinander geredet hat, ne? Sich verstanden hat, Späße gemacht hat, obwohl wir uns am Anfang nicht mochten. Ja, also nicht voll, so. Ich war voll genervt, dass ich neben dir sitzen musste erstmal. Ja. Weißt du noch, wir haben uns dann so eine Linie gemalt auf den Tisch mit einem Bleistift, so dass die Grenze. Mhm. Ja. Und dann hat es mich die ganze Zeit geärgert. Machen wir manchmal heute noch. Klar. Ja. Und so ist unsere Love Story entstanden. Genau. So ist die große Liebe entstanden. Also wenn ihr euch niemand verlieben wollt, setzt euch einfach neben ihm. Jetzt muss eine Love Story über uns schreiben. Mhm. Nächste Frage. Okay, jetzt suche ich eine raus, oder? Okay, alles klar. Willst du später mal Kinder? Ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, also wir Kinder zu bekommen. Aber jetzt im Moment haben wir keine Kinder geplant oder so. Also erst in ein paar Jahren. Ja. Und dann richtig viele. 10 Stück oder so. Fußballmannschaft. Die ganze Fußballmannschaft, genau. Kurz eine kleine Frage nur, mit wie vielen Jahren seid ihr zusammengekommen? Weil es sind ja auch viele dazugekommen, die es vielleicht nicht wissen. Wir sind mit 15 zusammengekommen. Kurz vor 16. Kurz vor 16. Ein Monat, danach 16 war. Jetzt bin ich dran.
Oder? Ein Alter hatte nur Zock billig. Okay. Warte, lass mich jetzt mal eine richtige Frage machen. Okay. Nee, wir wechseln uns nicht ab. Ich suche das aus, was ich möchte. Also Leute, was sind das für Fragen? Also, wie hast du mit Social Media angefangen? Und, also wie hast du Follower bekommen? Also wie... wie hast du mit Social Media angefangen und wie bist du größer geworden? Also es war auch eine sehr... gestellte Frage. Gestellte Frage, genau. Allgemein, so wie ich so reingerutscht bin oder was mein Beruf überhaupt ist. Aber wir machen das jetzt schon seit vier Jahren. Mhm. Ich habe einfach neben meinem Studium angefangen. Bilder zu posten, Outfit-Bilder, Spiegel-Selfies. Das war voll die witzige Zeit eigentlich, weil vor unserer Vorlesung habe ich immer Gabriel gezwungen, Bilder von mir zu machen. Mhm. Und das hat mir voll viel Spaß gemacht, weil ich auch super gerne vor der Kamera stehe. Und aber auch hinter der Kamera übrigens. Also ich liebe es zu fotografieren. Ich habe mir auch immer als Kind eine eigene Kamera gewünscht. Also diese richtigen Spiegelreflexkameras. Ja, und das hat sich dann so während des Studiums einfach entwickelt. Und dann haben wir ja nebenbei auch oft gekellnert und so zusammen auch so Jobs gemacht. Also wir haben lustigerweise auch immer zusammen gekellnert. Ja. In verschiedenen Spots. Und dazu haben wir noch Social Media gemacht. Also du hast Social Media gemacht. Ja. Ja. Und dann, wie sie gesagt hat, immer vor den Vorlesungen haben wir Bilder gemacht oder Videos. Danach. Ja, und dann hat man halt so mit der Zeit angefangen, auch mit Social Media Geld zu verdienen. Und dann dachte ich mir so, ja, dann möchte ich eher meine Zeit in das reinstecken, wo ich aufblühe, was mir Spaß macht, weil nur so kann auch dann etwas wachsen, wenn ich mich dann auch wirklich darauf fokussiere. Genau, und dann haben wir dann halt während des Studiums unseren Fokus auf Social Media auch gelegt. Und dann ist man natürlich auch immer mehr gewachsen auf Insta und dann hatte man immer mehr Partner an der Seite und konnte dann auch davon leben. Und auf jeden Fall gab es auch so einen Moment, wo man sich dann halt auch entscheiden musste, weil man gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt den und den Nebenjob neben dem Studium beispielsweise mache, nimmt das so viel Zeit in Anspruch, dass ich halt einfach nicht mehr beispielsweise Social Media durchziehen, dass wir das nicht durchziehen konnten voll. Und dann haben wir uns auch entschieden, haben gesagt, ey, wir ziehen das durch und es hat auch geklappt. Manchmal muss man ins kalte Wasser springen. Das und mutig sein dann halt auch, ne? Ja. Und auch in Kauf nehmen, okay, hey, vielleicht klappt es nicht, ja, aber dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert. Versucht. Genau. Genau. Das ist wirklich so. Also wo wir bei dem Thema Beruf sind, nochmal um es kurz zu fassen. Sie ist eigentlich eher vor der Kamera. Du machst Instagram, TikTok, genau. YouTube jetzt seit letztem Jahr. Seit Herbst, Oktober. Genau. Und Gabriel macht den nicht so spaßigen Teil. Genau. Die Buchhaltung. Jeden Tag mit unserem Steuerberater im Gespräch. Gefühlt. Gott sei Dank nicht, aber gefühlt. Ja, Papierkram, Mails, also quasi, er macht das ganze Management alleine. Also man muss ja auch alles organisieren, planen. Ja. Oder jetzt wie in dem Fall, auch wenn man jetzt Projekte hat, die man selber angehen möchte, wie den Daily Planner oder das Book Journal, dann machen wir diese Dinge zusammen, planen diese Dinge zusammen. Ja, hast du studiert, falls ja was. Ja, wir haben gemeinsam studiert, wir haben unseren Bachelor in General Management. Mit Schwerpunkt Marketing Management und Wirtschaftspsychologie. Weil wir haben uns damals, ich glaube, wie es vielen geht, nach dem Abitur waren wir eher ein bisschen unsicher, was man so macht. Ich wollte wahrscheinlich eher so Innenarchitektur studieren oder Modedesign, aber dann dachte ich mir, vielleicht hat das eine mehr Zukunftsaussichten. Ja. Gabriel war sich halt sicher, dass er in die Managementrichtung gehen will. Und dachte ich mir, ja, okay, ich bin mir eh unsicher, ich bin so lost, also studiere ich mal mit. Und wir haben dann auch tatsächlich studiert und unseren Abschluss auch zusammen gemacht. Ja. Ja. Also wir haben studiert, wir haben Bachelor. Genau, das zu der Bachelor. Frage. Wir haben Bachelor. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit den Fragen und ich beantworte dann noch weitere im Laufe des Videos. Ich weiß nicht warum, aber ich bin heute so schläfrig drauf, obwohl ich gut geschlafen habe. Aber dein Make-up sieht gut aus. Danke. So einfach schneidet man eine Wassermelone. Das kommt genauso rein. Das soll noch ein Ticken größer sein. Das hier. Stopp, nochmal. Ja. Du kannst nicht schon wenigstens einen Vlog. Guten Morgen. Ich habe gestern gar nicht mehr weiter gevloggt. Gestern war irgendwie nicht so mein Tag. Ich weiß nicht, ich war einfach so launisch drauf die ganze Zeit. Und mal war ich gut gelaunt, mal war ich dann schlecht. Mal habe ich mich über mich selber aufgeregt. So Tage gibt es auch,
Heute fühlt sich der Tag wieder gut an. Es geht wieder bergauf. Sieht übrigens aus, als wäre ich nackt oder so. Nee, es ist ein Oberteil. Gestern Abend sind noch spontan unsere Freunde zu uns gekommen und wir hatten einen sehr gechillten, schönen Abend auf dem Balkon. Wir waren bis 2 Uhr wach. Fun Fact, ich muss wirklich vor 1 einschlafen, sonst fühle ich mich so, als hätte ich einen Kater. Ich habe es auf jeden Fall heute wieder zu spüren bekommen, dass ich spät ins Bett bin. Ich frage mich manchmal wirklich, wie ich vor ein paar Jahren noch die Nacht durchgemacht habe. Jetzt kriege ich das nicht gebacken. Ich würde auch sagen, ich mache mal weiter mit den Fragen. Und zwar, wie gehst du mit Fake Friends um? Ich muss sagen, in dem Bereich so habe ich jetzt nicht so viele Erfahrungen gemacht, weil wir schon seit Jahren unseren engen Freundeskreis haben. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir kennen uns in- und auswendig und ja, es ist schon halt eigentlich so eher familiär bei uns. Und ja, aber natürlich hat man mal hier und da Leute kennengelernt, wo man halt aber gemerkt hat schnell, okay, die Person passt mir nicht, also die Person kostet mich eher Energie, statt mir Energie zu geben. Oder versucht dich so neben anderen klein darzustellen. Ja, wenn ich dann halt sowas merke, dann versuche ich mich dann schon zu distanzieren. Kann ja auch sein, dass so Charaktereigenschaften sich erst so nach einer Zeit zeigen. Dann bin ich aber auch bei sowas eiskalt, sage ich mal, weil ich auch schnell mal den Kontakt abbrechen kann. Weil wenn mir Menschen nicht gut tun, dann habe ich kein Problem damit zu sagen, ciao. Ich glaube, sowas ist halt wirklich eher so typabhängig. Kennt auf jeden Fall euren Wert und lasst euch nicht so behandeln. Ich verknüpfe hier mal direkt 2 Fragen miteinander, weil das einfach zusammenpasst. Was sind deine Wurzeln? Also welcher Nationalität gehörst du an? Ich habe türkische Wurzeln und daher auch mein Name. Viele wissen einfach nicht, wie man meinen Namen ausspricht. Das R rollt man auf jeden Fall im Türkischen und das C ist ein J. Also spricht man meinen Namen Burcu aus. Aber ich weiß, im Deutschen können halt viele nicht das R rollen. Deswegen sage ich immer Burcu. Also so hat mich auch jeder in meiner Schulzeit genannt. Also ihr könnt mich entweder Burcu oder Burcu nennen. Hauptsache nicht Burcu. Das triggert mich richtig. Ich war auch immer als Kind so traurig, dass man meinen Namen nicht richtig aussprechen konnte. Ich glaube, viele können das relaten. In der Schulzeit war das auch immer so nervig für mich, wenn wir mal einen neuen Lehrer hatten. Und dann ging ja die Klassenliste durch, um die Schüler kennenzulernen. Und irgendwann wusste ich natürlich, wann ich in der Liste drankomme. Und falls wir dann einen neuen Lehrer hatten, habe ich direkt, bevor ich drangekommen bin, meinen Namen so in die Klasse geschrien, weil ja, ich wollte einfach nicht, dass man meinen Namen so falsch ausspricht. Das Schlimme auch in der Schulzeit, wenn Lehrer nicht wussten, ob ich überhaupt ein Junge oder ein Mädchen bin, also wenn sie den Namen gelesen haben. Das ist auch immer so witzig, bei Starbucks sage ich meistens Gabriel oder einen ganz anderen einfachen Namen, weil die meisten wissen eh nicht, wie man es dann ausschreibt und dann musste ich meinen ganzen Namen durch diesen Laden ganz laut buchstabieren, weil in diesem Café ist es halt auch immer richtig laut. Und darauf habe ich dann meistens gar keinen Nerv. Da denke ich mir, ach, Gabriel oder halt irgendwas anderes. Aber worauf ich mich immer gefreut habe, ist, wenn ich in der Türkei war, dann konnte ich immer meinen Namen sagen und die wussten natürlich Bescheid. Es war immer so, endlich. Wann habt ihr geheiratet? Ich kann es nicht glauben, aber wir sind dieses Jahr einfach 3 Jahre verheiratet. Wir hatten am 22. August 2020 unsere standesamtliche Hochzeitsfeier. Und ja, eigentlich ist es so geplant, dass wir nochmal eine Hochzeit feiern wollten, etwas größer, weil wir 2020 halt durch die aktuelle Lage nicht alle einladen konnten, was sehr traurig war. Wir haben so viele Freunde nicht eingeladen. Das ist halt so ein bisschen schade. Deswegen sind wir halt damals auch davon ausgegangen, okay, das wird jetzt unsere standesamtliche Hochzeit und dann feiern wir nochmal etwas größer. Obwohl unsere standesamtliche Hochzeit schon richtig cool war. Ich glaube, zu der Zeit konnte man mit 50 oder 70 Gästen feiern. So war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und aber ich hatte, glaube ich, sicherheitshalber nur 50 eingeladen. Das heißt, nur ist es schon trotzdem groß für eine standesamtliche Hochzeit. Aber wir dachten uns, ey, vielleicht werden wir erst in, keine Ahnung, 10 Jahren unsere Hochzeit feiern, dann feiern wir trotzdem schön und gehen nicht nur essen. Und mein Traum ist es halt, dass wir im Ausland heiraten. Also unsere Hochzeit werden wir schauen, ob das klappen wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wir wollen auf jeden Fall nochmal eine große Feier, wo wir wirklich alle nochmal einladen. Man kann nie genug die Liebe mit seinen Liebsten zelebrieren. Seit wann liest du und wie kam es dazu? Auch eine sehr interessante Frage.
aber auch irgendwie eigentlich traurig. Also ich muss sagen, ich habe schon in meiner Kindheit sehr, sehr viel gelesen. Ich habe meine Kindheit, wenn wir in der Stadt waren, in der Buchhandlung verbracht, während meine Mama shoppen war, war ich die ganze Zeit in der Buchhandlung. Und ich habe sehr viele Bücher damals in der Grundschule auch ausgeliehen. Damals kam immer so ein Bus, wo man Bücher ausleihen konnte. Genau, oder habe mir halt Bücher gekauft. Und dann habe ich für eine sehr, sehr lange Zeit aufgehört zu lesen. Als meine Schwester von uns gegangen ist, dann da habe ich auch irgendwie so die Leidenschaft verloren, weil sie war auch, weil das Lesen habe ich so von ihr, weil sie auch sehr viel gelesen hat. Und ich weiß noch, zuletzt haben wir die Biss-Reihe gelesen und die Biss, also die Twilight-Reihe. Das war übrigens auch meine Lieblingsreihe. Ich weiß noch, wie wir auf den letzten Teil hingefiebert hatten. Und nachdem das passiert ist, habe ich 2 Bücher gelesen gehabt oder so in den Jahren danach. Also das ist nichts. Ich war halt zu der Zeit 15 und es ist super viel passiert. Und ich habe halt auch in der Zeit einfach diese Leidenschaft verloren. Dann ist ja im September 2021 mein Papa von uns gegangen und zu der Zeit ging es mir natürlich auch nicht gut. Vor allem halt abends ging es mir am schlimmsten. Abends lag ich dann auch noch voll lange im Bett und habe durch Social Media durchgescrollt und habe gemerkt, dass ich voll die innere Unruhe dadurch bekomme und es mir gar nicht gut tut. Irgendwie stresst mich das Ganze und irgendwie habe ich dann so einen Ausgleich gebraucht. Als wir dann einfach mal eines Tages in der Stadt waren, bin ich dann einfach in die Buchhandlung reingegangen. Irgendwas hat mich so da reingerufen. Und dann habe ich mir ein Buch von Benedict Wells geholt. Ich habe dann halt jeden Abend darin gelesen und gemerkt, wie gut es mir einfach tut. Es war so, als wäre wieder in meinem Herzen was aufgeblüht, was so lange verschlossen geblieben ist. Und jetzt habe ich angefangen zu schwitzen bei so einem Thema. Das ist eine interessante Frage. Bücher abbrechen, ja oder nein? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Also ich denke mir, ja, ist eigentlich nicht schlimm. Sollte man auch machen, theoretisch gesehen. Was heißt denn jetzt theoretisch gesehen? Ich finde, sollte man eigentlich auch machen. Es sollte normalisiert werden. Wenn es einem wirklich überhaupt nicht gefällt. Aber, oh, ist aber auch schwierig. Also zu euch würde ich sagen, ja. Locker, brich ab, wenn es dir nicht gefällt. Ist okay. Verschwende, also was heißt verschwende? Es ist auch eigentlich keine Zeitverschwendung, wenn man so überlegt. Weil vielleicht gibt es irgendeinen Moment am Ende des Buches, was dich berühren wird und was im Kopf bleiben wird. Oder vielleicht ist da ein Charakter im Buch, ein Nebencharakter, welcher dich inspiriert. Es ist eigentlich keine Zeitverschwendung zu lesen. Aber ach Mann. Also ich zum Beispiel muss immer ein Buch beenden, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt, wo ich mir denke, boah, also ich kann mich damit echt nicht anfreunden. Weil ich mir immer denke, aber vielleicht, was, wenn die letzten 10 Seiten mir gefallen werden? Vielleicht wird was Krasses noch passieren. Es ist irgendwie voll schwierig, weil ich denke mir so, nein, ich kann nicht. Aber ja, wenn es dir nicht gefällt, kannst du es gerne abbrechen, solltest du. Hi, wie bist du darauf gekommen, YouTube-Videos zu machen? Liebe Grüße. Liebe Grüße. Fun Fact, ich wollte schon zu meiner Schulzeit eigentlich mit YouTube anfangen. Ich habe YouTube geliebt und wollte auch unbedingt anfangen zu vloggen, School Outfits zu drehen. Ja, aber ich sag mal so, ich war einfach nicht diszipliniert genug. Und ich hatte, glaube ich, auch Ängste einfach. War wohl nicht der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist erst jetzt gekommen. Ich habe ja erst nämlich mit Insta angefangen, dann mit TikTok vor 3 Jahren. Und YouTube ist ja, wie gesagt, letztes Jahr im Herbst dazu gekommen, also vor ein paar Monaten. War mir auf jeden Fall klar, dass ich irgendwann auch mit YouTube starten werde, weil es mir auch super viel Spaß macht zu vloggen und euch einfach mitzunehmen. Aber vor YouTube hatte ich auch immer Respekt, deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen so verzögert. Weil YouTube ist so für mich immer so der Endgegner gewesen. Es ist halt wirklich Next Level. Also ich brauche für ein Video bestimmt mal so 14 Stunden. Und ich wusste halt einfach nicht, ob ich das hinbekommen werde, weil ich da noch keine Routine drin hatte, weil ich mir meine Zeit ganz anders einplane mit anderen Social Media Plattformen und mit anderen Projekten und mit allem, was halt im Hintergrund abläuft. Und ja, es war dann halt so auf jeden Fall im Gespräch dann mit Gabriel, dass wir das machen möchten. Eines Morgens sind wir beide aufgewacht, haben uns angeschaut und ich habe gesagt, so, ich starte heute, ich fange heute an zu vloggen. So war das halt. Wie schaffst du es, immer so happy zu sein? Ich weiß, man sieht auf Insta nicht das Reale. Ich bin auch nicht immer happy, aber ich bin kein Mensch halt, der das zeigt. Und das hat auch nichts mit Social Media oder so zu tun. Das ist einfach eine Charaktereigenschaft von mir.
dass wenn ich traurig bin oder schlecht gelaunt bin, dass ich das einfach nicht gerne meinen Mitmenschen zeige. Kann gut sein, kann aber auch echt anstrengend sein, sage ich ehrlich, weil es ist schon auch wichtig, über seine Gefühle und Emotionen zu reden, vor allem auch wenn man traurig ist. Aber ich bin so ein Mensch, ich kläre das, ich muss das halt immer mit mir alleine klären. Man müsste mich 500 Mal fragen, wie es mir geht, bis ich dann ehrlich antworte, wie es mir wirklich geht. Mein Gott, ich habe das Gefühl, ich schweife so aus. Sorry an dieser Stelle. So, nochmal zu der Frage, wie schaffst du es immer so happy zu sein? Wie gesagt, ich bin auch nicht immer happy. Es ist einfach nicht meine Art, immer darüber zu reden. Ich versuche trotzdem dann gut gelaunt zu sein, zu lachen viel, weil das gibt mir dann auch Energie. Aber klar, es gibt Tage, da muss man es auch mal rauslassen. Aber allgemein kann ich wirklich sagen, was mich halt jeden Tag glücklich macht, ist, dass ich und meine Liebsten gesund sind, wirklich. Weil Gesundheit ist einfach das Wichtigste. Ich weiß, man hört das so oft, aber es ist wirklich so. Macht das wirklich mal jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, 3 Dinge aufschreiben, wofür ihr dankbar seid. Macht das jeden Tag. Es muss wirklich eine Routine sein. So startet man schon mit so einem guten Gefühl in den Tag. Ich habe das Gefühl, ich kann eure Fragen nicht kurz und knackig beantworten. Nie wieder lesen oder nie wieder Serien schauen? Das ist gemein. Ich glaube, ich würde aber sagen, nie wieder Serien schauen. Was sagt ihr? Ja, definitiv, weil beim Lesen regst du deine Kreativität an. Da tauchst du ganz anders ein in eine Welt, als wenn du einen Film schaust, finde ich. Nee, das, was das Lesen hergibt, kann eine Serie nicht hergeben. I'm sorry. Dein Lieblingskindheitsessen. Ich musste gerade voll lange überlegen, aber dann ist es mir eingefallen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe als Kind gar nicht gerne gegessen. Also meine Mutter, die Arme, war so verzweifelt mit mir. Aber mit was sie mich immer bekommen hat, war eine türkische Joghurtsuppe. Und diese Suppe liebe ich bis heute. Ist auch immer noch meine Lieblingssuppe. Und ja, ihr habt richtig gehört. Also falls ihr es nicht kennt, ist es wirklich eine Joghurtsuppe. Falls ihr Joghurt lieben solltet, werdet ihr die Suppe auch lieben. Müsst ihr echt mal probieren. Ich liebe diese Suppe. Also das war auf jeden Fall mein Lieblingskindheitsessen. Wie lange brauchst du circa für 100 oder 10 Seiten? Also es kommt natürlich auf das Buch drauf an. Es gibt Bücher, die gehen runter wie Butter und die liest man ganz, ganz schnell. Und dann gibt es natürlich auch Bücher, da braucht man etwas länger. Das hängt dann so vom Schreibstil ab. Aber so im Durchschnitt lese ich in einer Stunde ungefähr 70 Seiten. Ist das langsam? Also ich würde schon sagen, dass ich schon etwas schnell lese, aber es gibt natürlich immer Leute, die schneller lesen können. Aber im Gegensatz zu Gabriel bin ich wirklich ganz, ganz schnell. Kennt ihr das? Ich habe manchmal keine Geduld. Ich zeige ihm sowas, zum Beispiel so eine Meme, da steht dann was drüber. Ich lache mich schon kaputt. Ich sage so, guck mal. Und nach einer Sekunde nehme ich das Handy dann auch wieder weg und gucke ihn an. Und er so, ich war erst beim zweiten Wort. Und bestätigt. Okay, gebucht. Check ein. Wir machen jetzt was zum Abendessen, beziehungsweise Gabri. Ich wollte nämlich in der Zeit jetzt diesen Vlog hier schneiden. Aber ich wollte jetzt noch eine Frage beantworten, weil die gerade super passt, wie ihr eben gesehen habt. Haben wir heute Urlaub gebucht? Das zu der Frage, habt ihr euch etwas Bestimmtes für den Sommer vorgenommen? Eigentlich wollten wir dieses Jahr wieder mit meiner Nichte und meiner Mama gemeinsam in Urlaub fahren. Wir dachten uns, wir mieten uns dann irgendwo ein Haus. Und wir wollten eigentlich auch die ganze Zeit mit unseren Freunden gemeinsam Urlaub machen. Aber bei allen war es immer so ein bisschen unsicher, ob die auch zu der Zeit Zeit haben. Und ich in meinem letzten Vlog auch noch gesagt hatte, dass ich das immer so schade finde, dass man das in der Realität nie so umsetzen kann. Weil in dem Buch, was ich gelesen hatte, ging es halt auch darum, dass die Freundesgruppe immer jedes Jahr am selben Ort Urlaub machen geht. Und ich finde das so schön. Und ja, und wir haben es geschafft. Wir haben einfach gemeinsam mit unseren Freunden auch Urlaub gebucht. Ich bin so glücklich. Das macht mich voll happy. Ich bin voll am Strahlen. Das ist richtig cool. Ich habe gar nicht gesagt, wohin es geht. Nach Mallorca! Molle! Ich habe euch gesagt, als wir auf Mallorca waren, ich werde wieder hierher kommen. Es ist wunderschön dort. Und als wir auf der Insel waren, war uns auch klar, okay, wir müssen den Sommer auch auf Mallorca verbringen. Weil ich habe mein Herz dort gelassen. Es ist dort wunderwundervoll. Wunderwundervoll! Ich freue mich! Genau, das sind auf jeden Fall erstmal unsere Pläne für den Sommer. Wie läuft es mit dem Book Journal und nach dem Planner habt ihr auch gefragt. Richtig gute Frage. Auf jeden Fall läuft es
super. Wer das Ganze so mitverfolgt hat, weiß, das Ganze hat sich ein bisschen verzögert, weil ich letztes Jahr spontan, also jetzt im Winter, die Druckerei gewechselt habe, weil ich mich am Ende nicht mehr wohlgefühlt habe. Und leider hat sich das Ganze dadurch verzögert, weil wir neu auf die Suche gegangen sind, also nach einer neuen Druckerei. Und da musste man natürlich auch schauen, wie ist die Zusammenarbeit. Ihr müsst euch das so vorstellen, man bestellt halt auch natürlich davor mehrere Muster und sowas kann sich verzögern. Sowas dauert auch mehrere Wochen, Monate. Und dann nimmt man wieder eine Änderung vor und dann so zieht sich das Ganze. Und bei dem Daily Planner vor allem habe ich im Winter nochmal ein ganz anderes Design gemacht. Aber Good News, wir sind bei dem Daily Planner sehr weit vorangekommen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden und auf jeden Fall arbeiten wir auch natürlich parallel an dem Book Journal. Und das wird auch so toll. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, was ihr sagen werdet. Ich kann euch noch keinen Zeitraum nennen, weil wie gesagt, an diesem Projekt sind mehrere Menschen mit beteiligt. Und es kann sich halt durch so verschiedene Sachen verzögern. Deswegen ist es so schwer zu sagen, okay, dann und dann kommt es raus. Aber auf jeden Fall dieses Jahr. Und danke nochmal, dass ihr so geduldig seid und dass ihr immer danach fragt und dass ihr euch auch so darauf freut. Das bedeutet mir echt so viel und das weiß ich auch so zu schätzen. Das ist auf jeden Fall alles super aufregend und ich bin so gespannt und ich freue mich einfach darauf und es wird so eine riesen Last vor meinen Schultern fallen, wenn ihr den Planner und auch das Book Journal in der Hand halten werdet. Und in den nächsten Monaten wird es soweit sein. Jetzt, wo ich auch hier gerade vor meinem Bücherregal sitze, dachte ich mir, beantworte ich jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar habt ihr nach meinem Lieblingsbuch auch oft gefragt. Das ist eine super schwierige Frage. Also mir fällt direkt ein Buch ein. Habt ihr wirklich nur ein Lieblingsbuch? Weil ich habe das Gefühl, ich könnte so 5, 6 Stück aufzählen, die ich super gerne mag. Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Sherry steht für mich gerade auf Platz 1. Also das ist für mich ein ganz, ganz besonderes Buch, ein Herzensbuch. Ich habe mitgefühlt, mitgeweint, ich habe getrauert, ich war voller Freude, habe geschmunzelt, gelächelt, aber auch, ich habe gelitten, also alles. Und irgendwie ist dieses Buch einfach ganz besonders für mich. Ich liebe es und dieses Buch bedeutet mir einfach sehr viel. So, jetzt werde ich ein kleines Paket vorbereiten. Ich war extra vor ein paar Tagen, war ich im Hugendubel, um mir so ein Kärtchen zu kaufen, weil ich habe wieder ein Buch verlost und zwar Caraville. Und ich liebe es, euch dann auch so selbstgeschriebene Karten reinzulegen. Und deswegen konnte ich das Buch noch nicht abschicken, weil ich keine Karten mehr zu Hause hatte. Deswegen war ich dann vor ein paar Tagen nochmal, als ich in der Stadt war, beim Hugendubel und habe extra sowas hier gekauft. Man merkt, ich bin in Sommerstimmung, deswegen gibt es ein Summer Vibes Kärtchen. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Produkte dann auch noch in das Paket reinlegen, weil ich habe so viel doppelt und dreifach und ich verschenke die super gerne an euch. Ah, das habe ich noch gar nicht in meiner Story gesagt. Auf jeden Fall werde ich die Woche auch nochmal 2 Bücher verlosen, weil ich habe von einem Verlag 2 Bücher zugeschickt bekommen, die ich aber schon habe. Es war so ein Überraschungspaket, voll süß. Ich werde einmal Things We Never Got Over verlosen. Und darüber freue ich mich voll, weil ich habe dieses Buch sehr geliebt. Und dann einmal Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Das Buch steht auch auf meinem Sub da hinten. Die 2 Bücher werde ich auf jeden Fall auch noch die Woche verlosen. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ihr habt mir eigentlich noch so viele weitere coole Fragen gestellt. Die kann ich jetzt aber leider nicht beantworten. Das Video wird einfach viel zu lang. Aber ich werde bestimmt noch mal so ein Q&A machen. Ich hoffe, der Vlog, das Video hat euch gefallen. Fühlt euch ganz fest gedrückt. Danke für euren Support. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend, eine wundervolle, gesunde Woche und ich hab euch lieb. Mua.